Im Schweinsgalopp über den Campingplatz. Urlauber in Sachsen-Anhalt gucken nicht schlecht, als ihnen plötzlich eine Rotte Wildschweine aus dem Bergwitzsee entgegenkommt. Wie eine Horde übermütiger Teenager werfen die Tiere erst eine Bank um und rennen dann davon. Augenzeugen berichten von ca. 20 Tieren, angeführt von einer Leitbache. Und die sorgen für ordentlich Unruhe auf dem Campingplatz. Weil das Gelände eingezäunt ist, dauert es nämlich eine Weile, bis sie den Ausgang finden. Angestellte und Besucher retten sich in ihre Wohnmobile. Verletzt wird niemand. Was die sonst eher nachtaktiven Wildschweine aufgescheucht hat und einmal über den ganzen See schwimmen ließ, ist unklar. Fest steht nur, dass die Camper hier richtig gehandelt haben. Sie haben die Tiere in Ruhe gelassen und, soweit es geht, Abstand gehalten. Alte Scheiße.